So Leute, da sind wir wieder bei God of War Chains of Olympus, hier in Persephones Palast oder Tempel besser gesagt. Und hier erwarten uns ein paar kleine Säbelzahntigerchen. Den begegnen wir doch gleich mal mit unserem guten alten Bro Efred. Zack! Weg mit euch. Okay, dann wollen wir ein anderes Kaliber hier aufziehen, ne? Das gefällt doch besser, ne? Das gefällt doch was? Das gefällt doch ziemlich gut sogar. Komm, pack ihn doch einfach. Pack ihn doch einfach, Kratos. Ich hab's gemacht. Ich hab's echt gemacht. Na gut. Hier. Säbelzahntiger, Quicktime Event. So. 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 Seht ihr, jetzt bin ich mir nochmal zu schade, um zu sagen, ich habe eigentlich in die falsche Richtung gedreht. Also das Spiel manchmal, ja. Wie soll ich sagen? Hat so ein bisschen seine Macken. Kann man nicht anders sagen. So, aber ich glaube, unser Bruder Efred mit seinen Brofists ist immer noch eine gute Hausnummer hier gegen die Gegner, Konsorten hier. Ah, hier. Ich müsste eigentlich heute den machen, aber habe auf die Kreistaste aus Versehen gedrückt. So. Oh, 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 nicht Bitch-Slappen, Tiger. Oder Säbelzahn-Tiger ist halt ein Tiger. Die Attacke ist eigentlich echt gut. Ah, ich habe keine Magie mehr. Okay. Jetzt müssen wir echt ein bisschen aufpassen. So, holen wir uns ein bisschen Magie von dem Typen. Gib uns Magie. So. Okay, und... Brofist! Nein, klappt nicht. Schade. Schade, Schokolade. Ey, hallo, der macht uns doch nicht kaputt. Der macht uns doch nicht etwa kaputt. So. Alter, alter, alter Falter. Okay, schön ausgerückt. Nein, ich kann ja... Ich hab keine Magie. Komm. Säbelzahntigerchen. Und? Ja, Gott sei Dank. So. Und den erledigen wir auch gleich mal. Ja, sehr schön. Und wo ist sein anderer? Hier. Den wollen wir auch erledigen. Beziehungsweise einfach alle. So, komm. Triff sie, Kratos. Triff sie einfach. Okay. Gebt mir ein bisschen Leben, bitte. Irgendwo ein bisschen Leben. So knapp war es noch nie. Und da habe ich mich noch im letzten Part über schwache Endgegner beschwert. So, was kommt davon, wenn man sich über schwache Gegner beschwert? Beklagt, wie auch immer. Puh, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht tot bin. Aber es kann sich auf jeden Fall bald mal ändern. Weil so viel Leben habe ich nämlich nicht mehr. Gut, gibt es hier auch noch eine Truhe? Ja, mit roten Orbs, sehr schön. Wir brauchen noch jede Menge rote Orbs, denn ich glaube, das Spiel nähert sich mehr oder weniger dem Ende entgegen. Und wir wollen ja... Tut mir leid, ich hatte kurz Schluck auf. Wir wollen ja mehr oder weniger alle Waffen und so aufwerten, wenn es denn geht, wenn es möglich ist. So, ist Calliope irgendwo? Meine kleine Tochter, komm her und spiel mit mir. Ich werde dir auch nicht wehtun und dich kein zweites Mal töten. Calliope! Brofist. Was? Ja, da ist. Okay, nein. Nein, 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 nein. Gibt's hier irgendwo Leben? Gibt's hier irgendwo Leben? Ich kann nicht gegen die kämpfen. Mit so wenig Leben kann ich gegen die nicht antreten. Ich kann es einfach nicht. Okay, es geht irgendwie. Es geht irgendwie. Muss das klappen. Komm. Nein, ich wollte eigentlich... Ist das eine Satyre? Okay, komm, pack ihn. Nicht ihn. Sondern ihn hier. Nein, nicht ihn. Okay, scheiß aufs Packen. Einfach kaputt schlagen. Brofisten und dann klappt das schon. Alter, ich habe echt Angst. Ich will nicht verlieren. Das wäre peinlich, gegen normale Gegner zu verlieren. Obwohl, gegen die Bosse kann man hier ja fast nicht verlieren, weil die ja so schwach sind. Oh, 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 oh. So. Sehr schön. Und? Gibt er mir ein bisschen Leben? Nein, er gibt mir Magie. Wieso Magie? Ich will leben, verdammt. Okay, komm. Nein, nein, nein. Ah, ich muss echt aufpassen, sonst
werde ich hier versteinert und dann bin ich so gut wie tot eigentlich. Dann bin ich mehr oder weniger tot. So. Aber jetzt zerstören wir die Büsten hier mal. Zack. Und die letzte. Bam. Sehr schön. Aber oh, wieso gibt's hier nirgends Truhen mit grünen Orbs? Hallo? Will das Spiel jetzt irgendwie unfair werden? Alter, Falter. So, komm. Hier, grüne Orbs. Irgendwo, bitte. Calliope, gib mir... Oh, da. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ich bin gerade so glücklich. Grüne Orbs. Ja. Vielleicht sollte ich einfach die Brofist öfter benutzen und weniger die Klingen des Olymps. Die... Wieso sage ich immer Klingen des Olymps? Die Chaos-Klingen sind das natürlich. Okay, können wir hier irgendwas aufwerten? Das könnten wir nicht. Das könnten wir. Ja, wieso nicht? Mehr Gegner treffen. Das klingt doch auf jeden Fall gut. So, wir treffen mehr Gegner und ist nicht Maximum. Okay, wir brauchen hier noch 7000. Und hier noch... Okay, 13.000 Orbs. Kriegen wir noch 13.000 Orbs bis zum Ende des Spiels? Ich hoffe doch. Weil ich würde echt gerne alle Dinger auf... das Maximum aufstufen. Und was könnte anders sein als Gegner, die hier auftauchen? Wer hätte es denn gedacht? So, komm. Kann es sein, dass es ihm nichts ausmacht, wenn er von der Attacke getroffen wird? So, komm, schön ausweichen. Und dann Brofisten, ausweichen. Er will mir auch Brofisten, aber das lasse ich nicht zu. Sehr schön, komm. Ah, in die Knie gezwungen. Ich glaube, die Brofist ist doch besser hier im späten Spielverlauf als die Chaos klingen. Nein, ah fuck, ich dachte, das wird mit mir. Komm. So. Bruder Efred, zeig mir deine Macht. Brofist, 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 Brofist. Ein Fist-Festival der Extraklasse. Ah Mist, ich dachte, ich bin ausgewichen. Bin ich aber nicht. Oder wie soll ich sagen? Nur teilweise. So. Augenarzt Kratos schlägt wieder mal zu. Das Auge muss operiert werden, sonst werden sie erblinden, mein Freund. Oh, bei der Operation ist irgendwas schiefgelaufen. Tut uns leid. Die Kosten übernimmt natürlich die Krankenkasse. So. Nein, ich will nicht ein Brofist von dir zurückbekommen. So. Ich laber irgendwie seit 50 Jahren nur über diese Brofists. Keine Ahnung, ist doch irgendwie so, so eine Brofist-Sache, oder? Komm, weg und... Zack, sehr schön. Und reinhauen. Ah, der hält einiges aus, der Zyklop hier, ne? Okay. Hey, der hält echt viel aus. Was ist los mit dem? Hallo? Jetzt haben wir die Rüstung zerstört. Jetzt sollte er nicht mehr allzu viel aushalten können. So. Aber er hält trotzdem jede Menge aus. Das ist, glaube ich, der stärkste Zyklop bis jetzt. Und der... Alter! Efred! Efred, hilf mir! Danke, Efred. Der Retter in der Not. Efred, zack. Sehr schön. Und wieder ein bisschen Leben dazu bekommen. Los, geht weg, ihr Wände der Vernichtung oder so. Kommt noch irgendwas? Nee, dachte ich mir doch. Komme ich hierher? Ja, hier komme ich her. Calliope ging ja durch die Tür da. Also gehen wir noch nicht durch die Tür, denn wir wollen erstmal schauen, was hier drin ist. Zack! Natürlich ein paar Truhen, sehr schön. Okay, Orbs. Gut. Ich nehme das Leben, obwohl ich eigentlich Magie eher brauchen könnte. Aber wie gesagt, wenn mein Leben zu Ende ist, dann bin ich tot. Wenn die Magie zu Ende ist, dann kann ich einfach keine Zaubersprüche mehr einsetzen. Und mir ist es lieber, dass ich keine Zaubersprüche einsetzen kann, als dass ich tot bin. So, ich werde als nächstes diese Attacke von Charon aufstufen und dann erst das Morgengrauen-Dings, weil das Morgengrauen-Dings da, das brauche ich überhaupt nicht. So schnell die kaputt machen, bevor die Gegner auftauchen. So. Sehr schön.
Jetzt sollten die Gegner kein Problem darstellen. Zack, zack. Sehr schön. Oh, der ist noch gar nicht erledigt. So, jetzt erledigt. Okay. Bammy, Boomy, Bam, Zacki. Und sind das eigentlich, sind das Satyren? Also sie bewegen sich so ein bisschen wie Satyren, aber sie sind ein bisschen schwächer als die, die ich aus den anderen God of War Teilen kenne. Also weiß ich nicht ganz, ob das Satyren sind oder nicht. Aber ich würde schon sagen, weil sie bewegen sich genau wie Satyren sich bewegen sollte. So. Also die Gegner sind echt kein Problem mit der Brofist hier. Und vor allem nicht, wenn ich diese Versteinerungsdinger da schon kaputt gemacht habe. So, Kopf ab. Sehr schön. Und dann noch die Eulen hier besiegen. Kein Problem. Absolut kein Problem. Sehr schön. Ich will die eigentlich köpfen, weil wenn man irgendwie... Ich hab mir die Trophäen mal angeschaut. Und wenn man 70 von denen köpft, bekommt man eine Trophäe. Und die würde ich eigentlich ganz gerne haben, obwohl ich nicht glaube, dass ich sie noch in diesem Let's Play bekommen kann. Weil ich viel zu wenige nicht geköpft habe, sondern einfach so umgebracht habe. So. Zack. Komm. Zacke. Und nein. Mist. Das wollte ich gar nicht. Komm. 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 Ah, komm. Wenn ich doch sage, komm mal. Komm mal her, Bro. Willst du nicht eine Brofist kassieren? So. Zack. Und der Kopf ist ab. Okay, komm, steh auf. Steh auf. Ja, mach mir halt ein bisschen Schaden. Ist mir egal. So, ich will dich nur köpfen. Komm. Das mach ich echt nur wegen der Trophäe. Sonst würde ich sie kaputt schlagen. Nein, sonst würde ich sie so kaputt schlagen. Aber ich glaube, ich bekomme die Trophäe eh nicht mehr, also bringt es gar nichts, dass ich sie... Also, versuche zu töten und somit unnötig Leben vergeuden. Na gut, ist ja auch egal. Was, kann ich irgendwas aufwerten? 6700? Nö, Morgenröte, wie gesagt, nicht. Noch 300 und dann kann ich die aufwerten. Gut, das freut mich. Grüne Orbs, ja. Calliope, warte doch auf mich! Oh nein, Calliope, du bist wieder durch die Tür. Oh nee, nicht schon wieder Gegner. Komm. Ah, oh, ich glaube, den muss ich erstmal so mit der Brofist ein bisschen bearbeiten. Es sind zwei. Es sind zwei. Es sind zwei Gegner. Okay. Komm. Ja, sehr schön. Komm. Ja. Sehr fein, sehr fein, sehr fein. Greift an, greift an. Ja. Und bam. Und Brofist. Sehr fein. Komm, komm, komm. Quicktime Event. Nein, falsch. Falsche Taste gedrückt. Falsche Taste gedrückt. So. So. Und. Kopf ab. Ja, fein ist das. Greif doch an. Ja, sehr schön. Und jetzt fisten wir dich wieder mal zu Tode. Was heißt die wieder mal? Wir fisten dich einfach so zu Tode. Wir können die Waffe bzw. die Magie hier, Charons Zorn, können wir aufwerten. Ich weiß, ich spreche den Namen völlig falsch auf, aber ist egal. Mehr gegen... Ich dachte, die wird stärker. Schade. Na gut, egal. Besser als das diese Morgenröte-Dinge da. Die mag ich ja gar nicht, ehrlich gesagt. Okay. Noch ein paar Satyren. Ich überlege mir gerade, ob ich sie einfach so erledigen soll. Oder versuchen soll zu köpfen. Weil... Ja, die Trophäe bekomme ich wahrscheinlich eh nicht mehr. Aber es könnte doch sein. Also ich versuche sie einfach weiterhin zu köpfen. So. Und ist ja nicht so schlimm, solange ich es nicht falsch mache. Tun sie mir auch nicht weh. Also von dem her... Komm! Okay. Ist nur einer da oder kommt noch einer? Wenn nur einer da ist, dann ist das ziemlich easy. Aber ich glaube, da kommt noch einer. Oder? Komm, greif an. Ja, sehr fein. Bam. Ah, vielleicht... Okay, jetzt check ich es, glaube ich, erst. Ich mache ihm, glaube ich, gar keinen Schaden, wenn ich ihn einfach so normal angreife, wenn er die Rüstung anhat. Sondern ich muss die erstmal zerstören. So. Komm. Ja. Ah, fuck. Ich dachte, ich wäre ausgeglichen. So. Zack.
Und zack. Und komm. Er ist bald erledigt. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Ich sehe es an seinem Atem. Sehr fein. So. Den haben wir auch erledigt. Boah, wir haben ziemlich viele gegen diesen Part erledigt. Fällt mir gerade auf. So, wir können den Part auch langsam mal beenden, würde ich sagen. Ja, machen wir auch gleich mal. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Also bis dahin, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch. Und tschüss.